Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grotesk Tactics. Das letzte Mal? Was ist das denn? Keine Ahnung. Haben wir den guten Wes dazu behalten? Weil Wes einfach nur cool ist. Und wir kämpfen immer gegen die Dark Church. Und zwar gegen das letzte Stückchen von ihnen, das hier ihr Unwesen treibt. Und die tapferen Recken sind auf dem Weg dorthin. Und da hinten steht ein Goblin. Der heißt Ritzel. Könnte das Ruckels Bruder sein? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal zu ihm. Wenn ja, dann hatte ich den gar nicht mehr in der Erinnerung. Vielleicht kommt er auch noch zu uns. Das wäre nice. Noch ein Goblin, der sich wegportet und alle blind macht. Yay. Hätte ich aber auch gern noch mal einen zweiten Tank und einen zweiten Drake. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, West. Guter Mann. Da kommt der Ritter. Ich hoffe, er kann nicht weit genug laufen. Ah gut, er greift West an. Okay. Du gehst mal nach da hinten. Gut. Holly positioniert sich hier. Holly. Hier. Danke. Das ist übelst nice von ihm. Oh, er macht plötzlich so guten Schaden. Ausgezeichnet. Okay, Mandy, geh mal dahin. Der Engel. Ja, okay. Buckel. Ist das dein Bruder, Ritzel? Hey, Menschleins. Ich kann euch alles beschaffen, was ihr wollt. Bleib mal da stehen. So, West. Du positionierst dich mit Holly hier. Okay. Ah, Menschleins. Was kannst du mir denn so besorgen, Ritzel? Was machst du denn mitten in der Schlacht? Ich Geschäfte machen's. Schwachtens gut fürs Geschäftseins. Hast du noch etwas ganz Besonderes im Angebot? Ich dir spezielle Rüstung beschaffens. Du nur kleinen Gefallens machens. Ein kleinen Gefallen? Bringen's mir ein Schmuckstück von der riesigen Nadascha. Ja, das hab ich schon. Die riesige Nadascha? Sind nicht alle Frauen für Goblins riesig? Komm! Du nicht lustig über mich machens? Du wohl Goblin-Hasser seins? Nein, tut mir leid jetzt. Nein! Wir haben sogar einen Goblin in unserer Party. Er heißt Rukel. Rukel? Rukel, Bruder seins! Ich wusste es doch. Rietze! Rietze! Rukel! Ah, welch wundervolles Wiedersehen. Keine Zeit haben's für Familie. Du bringens mir Schmuckstück. Ich beschaffens dir Goblin-Rüstung geschenkt. Okay, wegen der Quest. Ja, hier ist das Schmuckstück von Nadascha. Nur, ein bisschen blutgetränkt. Ah, sehr schön sei's. Hier, du kriegens wunderschöne Goblin-Rüstung für Rukel. Danke, Bruder. Danke, Bruder. Du wirklich mit Menschleins abhängst, du mich erstaunens, Rukel. Es war mir fast eine Ehre, mit dir Geschäfte zu machen. Was hast du denn sonst noch in deinem Angebot? Was haben wir denn hier? Seidenes Kleid. Kein Gold. Ich habe kein Gold, Leute. Ich habe kein Gold. Aber ich glaube, das brauche ich nicht mehr. Das kann ich... Ah, ich kann ja nichts verkaufen. Alles klar. Aber das kann ich verkaufen. Nee? Doch, kann ich. Okay. Ich brauche nichts von dir. Aber ich hätte gern diesen Schatz da. Yes. Okay, gehen wir wieder zurück. Erledigen wir diesen Abschaum. Nicht heute, aber irgendwann anders. Ja! Oh, habe ich euch eigentlich schon von meiner letzten Heldentat erzählt? Nein, bitte nicht. Blablabla. Holy, nein, bitte nicht. Nicht jetzt. Alles klar. Drake und West sind also mal wieder außer Gefecht gesetzt. Dank dem starken Holy.
Nun gut. Aber das wirft mich nicht zurück. Denn die wachen ja schon irgendwann auf. Was soll das? Weg da! Ah gut, da steht niemand. Ich beschütze meinen Holy. Was soll der Scheiß? Die steht doch gar nicht. Jungfrauen sind so dumm. Na gut gemacht, du Ex, wieder wach. Danke, Milady. Das hat Drake gebraucht. Eine Tracht Prügel ins Gesicht. Oh, ein Level Up. Okay. Oh, ihr macht so guten Schaden jetzt, da ihr neu ausgerüstet seid. Alles klar, erkunden wir. Ich muss sowieso nach da vorne, aber Schritt für Schritt bitte. Damit die anderen hinterherkommen. Wir müssen den Dorfältesten beschützen, koste es, was es wolle. Wie ich sehe, läuft alles nach Plan. Execution. Ihr werdet den Ältesten des Dorfes töten. Die letzten Dörfer fielen viel zu leicht. Wenigstens habt ihr jetzt einen Grund, euch auszuzeichnen. Wenn ihr es schafft, werdet ihr ein schwarzer Ritter und zu Sir Execution ernannt. Wir werden das zu verhindern wissen. Greift uns an, Execution! Für Glory! Westwind hatte die Chance gehabt, sich uns anzuschließen. Eine Verweigerung gegen die Dark Church bedeutet den gnadenlosen Tod. Ich werde nun zurück zu den Truppen von Kommandant Claude gehen. Sobald ihr fertig seid, Execution, kommt ihr nach. Bringt den Kopf des Ältesten mit. Niemals. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Lasst uns den Ältesten retten. Vorsicht vor Execution. Seine halbgöttliche Wenigkeit sieht in ihm eine Herausforderung. Wir sollten uns seiner schnellstmöglich entledigen. Okay. Aber erst kümmere ich mich um die hier. Okay, Ruckel. Deine Zeit ist gekommen. Nein, Ruckel, warte. Nein, nicht angreifen, Ruckel. Okay, in der nächsten Runde. Ich muss diese Jungfrauen loswerden. Die sehen krass nervig aus. Okay, die Wachen scheinen noch einiges auszuhalten. Das ist gut. Ja, ja, das ist sehr gut. Die guten Damen haben mit mir noch Beschäftigung. Ja, das sollte doch möglich sein. Get Wake. Genau. Okay, Holly, stell dich mal dahin. Du bist nämlich arg angeschlagen. Das war kontraproduktiv, aber okay. Was ist eigentlich das da? Beim Aufstieg, okay. Kann ich noch nicht machen. Ja, ich weiß, dass ich es nicht machen kann, aber ich wollte wissen, was es ist. Könntest du auch mal einen Heiltrank trinken, Angelika? So, Ruckel geht dorthin. Aber noch nicht angreifen. Mein Lieber, du hast nämlich noch... Das ist hier Schwarzlederrüstung. Kaum hat er sie anfängt, fällt er den Frauen zu Füßen. Das war so typisch für ihn. Okay, die Ritter machen nicht mehr lange mit. Ich muss was unternehmen. West Power! Das ist gut. Okay, Drake, zeig, was Sache ist. Du weißt, was du zu tun hast. Gut. Gut, gut. Er ist blind, da kann ich mir allzu viel machen. Ah, nein, warte, Holly. Okay, greif an. Schön. So, Ruckel. Du bringst den zum Bluten.
Ja, kümmern uns das derzeit um den anderen, Retter. Das läuft doch alles nach Plan, so wie ich es mir vorgestellt habe. So, Engel, du gehst dahin. Mist. Nicht die Wache. Wie sie mich ignorieren. Aber wie ihr daneben schlägt. West. West. Was mache ich mit dir? Am besten das hier. Gut, ihr Wachen, beschützt euren Anführer. Oh, ich kann das aufsammeln. Wenn ich die Technik von ihm jetzt einsetze, dann treffe ich die drei Leute hier. Gut. Er ist jetzt Debris, er ist blind und er blutet. Etwas Besseres kann ich mir nicht vorstellen. Oh nein, lass West in Ruhe. Ich will seine Wut nicht damit erleben. Okay, wer kriegt das Level ab? Wer hat's verdient? Du bist so ein Level 8, du hast es nicht verdient. 6, 6, 7, 6, 6, 6. Okay, du kriegst das Level ab. Oder die Bonuserfahrung von 70. Ich glaube, Execution wird es nicht mehr zum Schwarzen Ritter schaffen. Heroische Heldentat. Die Barden werden diesen Kampf hoffentlich erwähnen. Ich habe überlebt. Ach ja, und der weise Archibald auch. Ich bin euch zu großem Dank verpflichtet. Gern geschehen, Morbius. Wir gehen jetzt besser und nehmen West mit. Wartet! Wollen die Helden nicht bei unserem großen Dorfes beiwohnen, wo wir all unsere Ersparnisse durch ein bombastisches Feuerwerk vernichten? Klar, hier Feuerwerk. Zeig mal episches Feuerwerk. Hey, ich will ein Bad! Jetzt sofort! Ein Wolfenschaumbad! Sonst mache ich dir eine sehr brutale Szene! Ja. Fällt mir ein... Nein, ich habe Kopfschmerzen bekommen. Wir gehen uns jetzt erholen. Dann wünsche ich euch viel Glück bei eurem weiteren Kampf gegen die Dark Church. Danke, Morbius. Zum Glück hatte die Dark Church nur eine Vorhut auf uns angesetzt. Bitte was? Hey, es war ein schwieriger Kampf. Ja, das war er. Aber noch hat eure Truppe nicht gegen die wirklich schrecklichen und noch schrecklicheren... Ja, wir gehen jetzt. Holy Avatar, lasst mich euch ansprechen. So soll es denn sein. Was hast du mir zu geben? Zweihänder? Zweihänder sind gut. Holy kann nur ein bisschen mehr Angriff vertragen. Nein, den hatte ich schon gekauft. Nein, ich sollte mir keine Waffen kaufen, das ist total sinnlos. Okay, gibt's hier noch was zu tun? Vielleicht da hinten? Ich meine, man kann nie wissen, wo so ein böser Pilz auftaucht. Aber ich glaube nicht, kann man nicht auf die Felder laufen? Nee. Alles klar. Rücken wir weiter, Leute. Es war ein harter Kampf und das war nur die Vorhut und ich will gar nicht wissen, wie die echte Dark Church Army aussieht. Warum laufe ich hier hin? Ich muss doch nur Holy ansprechen. Holy, darf ich dich ansprechen? Seid ihr soweit? Lass uns aufbrechen. Der berühmte Holy Avatar ist stolz auf unsere Truppen und seine halbgöttliche Wenigkeit. Das war eine schöne Ansprache. Eine wichtige Aufgabe für euch. Eine wichtige Aufgabe? Ich dachte, ihr seid ein unwichtiger Wirt. Manchmal kann der Schein trügen. Ihr habt sicherlich schon von der Höhle der Kristalle gehört. Hä? Nee, oder? Nee. Kein Spielabsturz, komm schon. Natürlich. Ah. Wir waren es, die Monster der Kristallhöhle beseitigt haben. Kristallhöhle? Wer spricht von der Kristallhöhle? Ich meine die Höhle der Kristalle. Das ist natürlich ein Unterschied. Oh, ist das nicht die Höhle, die wir geplündert haben?
Natürlich nicht. Die Höhle der Kristalle beherbergt neben Kristallen allerlei Spinnen. Was wäre das für eine Aufgabe? Ihr müsst die Spinnen töten. Irgendwie hatte ich das befürchtet. Weshalb müssen wir die Spinnen töten? Weil sie riesige Spinnen sind. Das erklärt einfach alles. Aber weshalb soll diese Kristallhöhle keine Spinnen mehr beherbergen dürfen? Höhle der Kristalle! Die Spinnen müssen beseitigt werden, damit wir die wertvollen Kristalle plündern können. Es werden sicherlich schon einige Ritter versuchen, die Kristalle zu entwenden. Aber allein gegen die Riesenspinnen kommen sie nicht an. Da müssen wohl ein paar echt knallharte Helden wie wir einspringen. Was ist für uns dabei drin? Mal überlegen. Ihr könnt ein bisschen Ziegendarm erhalten, wenn ihr wollt. Wow, das habe ich mir schon immer gewünscht. Ziegendarm? Was soll ich mit Ziegendarm? Ich will Gold sehen. Na gut, dann erhaltet ihr 100 Gold. Was nur? Einverstanden, dann mache ich mich mal auf den Weg. Einverstanden, gibt's Gold extra Gift. Zusätzliche 50 Gold? Ich finde auch andere Abenteurer, die Quest erfüllen können. So, wen denn? Naja, also, so ein Bursche mit einem riesigen Schwert und einer Armbrust, bei dem die gesamte Bevölkerung applaudiert, wenn er hier herumrennt und Trophäen hochhält. Er hat auch einen Barden namens Molyneux dabei, der immer ganz tolle Geschichten erzählt. So tolle Geschichten wie Holy Avatar. Gut, dann lasst uns auf ihn warten und wir machen ein Geschichtenduell. Ihr habt recht. Holy Avatar ist wohl eine Nummer zu halbgöttlich für Molyneux. Wir kommen ins Geschäft. Kehrt erst wieder zurück, wenn die Spinnen Geschichte sind. Alles klar. Gut, gut. Wo haben wir denn den guten West? Kaum geht's jetzt da hinten. Ich will's gar nicht wissen. Hey East, wir haben West gefunden. Ich weiß zwar gar nicht, wo er steht, aber... Willkommen, Soldat. Ich habe West gefunden. Er gehört jetzt zur Party. Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Nicht wahr? Ich habe schon mit ihm gesprochen. Ich wünsche euch viel Glück bei eurem Kampf gegen diese verdammte Sekte, Soldat. Mit mehr Erfahrung werdet ihr Skills erlernen. Nur mit diesen Fähigkeiten könnt ihr sie besiegen. Und natürlich mit meinen Waffen und Rüstungen. Nein, ich werde alles finden, bestimmt. Zeig mir eure Waren. Ich bin nur hier, um zu verkaufen. Den Müll. Den Müll. Den Müll. Den komischen Bogen da. Das gibt mir eine Menge Gold. Obwohl, sich früher auszurüsten ist halt gut, da man... Ihr wisst schon, dann stärker ist. Aber das Katana... Langschwert. Wäre schon schön. Aber nein. Drake ist schon stark genug. Okay, West, wo bist du? Wo ist mein guter West, das Ruckel? Ruckel, Ruckel, Ruckel. Da ist West. Es ist so dunkel. Ich sehe fast nichts. Yo, Mann! Ach, yo, dir, West! Und was sagt ihr? Wollt ihr bei uns bleiben? Ich habe mit meinem Bruder gesprochen, Mann. Ich bin dabei, Bruder. Okay, sehr gut, sehr gut. Dann lasst uns ein paar Dinge klären. Schieß los, Bruder. Erzähl mir über eure Stärken, Kampf. Jo, ich haue dahin, wo es weh tut. Meine Axt ist stark, sehr stark. Und ich bin es auch. Ich kann meine Axt wie ein Boomerang werfen. Das kann manchmal sehr hilfreich sein. Außerdem kann ich einiges einstecken. Ein paar Treffer, kein Problem für mich. Das spüre ich kaum. Schlimmer ist der Zahnarzt drüben auf dem Marktplatz. Alles klar. Und deine Schwächen? Ich bin vielleicht nicht gerade der Schnellste und Genaueste im Kampf. Außerdem kenne ich mich mit Magie gar nicht aus, Bruder. Tja, und dann manchmal ticke ich ein wenig aus, wenn mir jemand dumm kommt. Ihr tickt aus? Jo, manchmal, wenn ich zu viele Treffer kassiere, wird mir ganz rot vor Augen. Ich bekomme eine ungeheure Wut und Mann, dann wird's brutal. Ob Freund oder Feind, dann habe ich keine Freunde mehr. Zum Glück kann ich meine Wut irgendwann wieder kontrollieren. Aber wenn das passiert, dann rennt besser. Okay, ich möchte nicht erleben, dass du wütend bist.
Das ist ja genau wie Pootie-Tang. Wow, so viele blaue Farben. Holly, was hast du denn zu sagen über West? Seine halbgöttliche Wenigkeit hat das Gespräch mit dem Wirt verfolgt. Was haltet ihr von West? Endlich haben wir einen weiteren starken Krieger gefunden. Ich würde sagen, er ist sogar der stärkste von uns. Naja, gleich stark wie seine halbgöttliche Wenigkeit natürlich. Lediglich bei magischen Gegnern müssen wir aufpassen. Und macht ihn bloß nicht wütend. Das wäre für uns gar nicht gut. Ich glaube, seinen Jähzorn können wir kaum verhindern. Aber davonrennen, wenn sein Zorn ausbricht, das können wir bestimmt. Wir haben es den Dark Shots gezeigt. Richtig. Seine halbgöttliche Wenigkeit hatte nie Zweifel, dass wir das packen. Ich ehrlich gesagt schon. Aber jetzt glaube ich, wir haben wirklich eine reelle Chance. Aber wie Morbius schon sagte, wir haben erst die Vorhut der Dark Church kennengelernt. Es wird noch härter werden. Alles klar. Aber erst im nächsten Part. Bis dahin. Bleibt gespannt, kann ich das da mitnehmen? Heiltrank. Ich bin auf Streife. Ich bin so diebisch. Ich bin auf Streife. Alles klar. So, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also, ciao.